Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. In diesem Testbericht geht es um das Creative Sound Blaster Tactic 3D Rage Wireless Headset. Langer und komplizierter Name, machen wir es mal kurz. Es ist ein kabelloses Headset für Gaming-Fans. Dafür bedanke ich mich erstmal bei Creative. Die Links sind wie immer unten in der Videobeschreibung und dann schauen wir uns das mal genau an. In der Verpackung befinden sich dann die folgenden Gegenstände. Natürlich erst einmal das Headset selbst, dann hier ein USB-Transmitter zum Herstellen der Verbindung zwischen PC und Headset, ein abnehmbares Mikrofon, das kann man also bei Bedarf einfach hier an das Headset anschließen und wenn man es eben nicht braucht, macht man es einfach ab, sodass es einem nicht irgendwie störend vom Gesicht rumhängt. Das finde ich wirklich eine super Sache. Wir haben hier vorne dann auch noch einen Windschutz drauf, damit die Sprachqualität nicht irgendwie durch den Atem negativ beeinflusst wird. Und dann haben wir hier noch ein USB auf Micro-USB-Kabel zum Aufladen des internen Akkus. Das Kabel ist 1,8 Meter lang, schön mit Stoff überzogen, macht einen sehr guten Eindruck und ja, ist halt dazu da, um dann den Akku aufzuladen. Der Akku hält mit einer Ladung ungefähr 16 Stunden, ist schon eine ganze Menge und ihr könnt auch während des Betriebs das Headset einfach laden. Das heißt, ihr zockt einfach weiter, wenn der Akku fast leer ist, dann steckt ihr das Kabel an und während ihr weiter zockt, wird das Headset dann halt aufgeladen. Zu guter Letzt haben wir hier noch ein bisschen Papierkram dabei, sprich Sicherheitshinweise, eine kleine Anleitung und so weiter. Nun kommen wir zum Aufbau des Headsets. Die Ohrmuscheln sind, wie man hier sehen kann, abklappbar. Das hat einmal den Vorteil, dass das Headset beim Nichttragen sehr gut und flach zu verstauen ist. Außerdem kann man natürlich das Ganze hier sehr flexibel bewegen, wodurch sich das Headset gut an eure Kopfform anpasst. Die Polsterung hier an den Ohrmuscheln, die sind schön weich und ja, drücken nicht am Ohr, das ist alles sehr gut gemacht. Man bekommt nach einer Zeit ein bisschen warme Ohren, aber das hält sich noch in Grenzen. Nicht so gut hingegen gefällt mir die Kopfpolsterung hier, die ist nämlich wirklich sehr hart. Ist zwar auch so ein Kunstleder, aber es könnte ruhig einiges weicher sein, denn leider fängt das Headset somit auf meinem Kopf nach einer Weile an zu drücken. Also nach so einer Stunde, ein bisschen mehr vielleicht, tragen, fängt es dann an zu drücken, was natürlich nicht so schön ist. Ansonsten ist der Tragekomfort nicht schlecht. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, das Mikrofon anzuschließen, eine Taste zum Stummschalten vom Mikrofon. Die leuchtet, wenn es stumm geschaltet ist. Doof ist nur, dass man es nicht sehen kann, ob die leuchtet oder nicht, wenn man das Ganze auf dem Kopf hat. Man müsste es also abnehmen, um nachzugucken oder einfach losquatschen, um es auszuprobieren. Es wäre meiner Meinung nach am Mikrofon hier vorne irgendwie ja, besser angebracht, weil man es dann halt direkt sehen könnte. Hier unten haben wir dann den Micro-USB-Anschluss zum Aufladen und auf der anderen Seite haben wir dann noch hier den Ein-Ausschalter und ein Lautstärkerad. Der Ein-Ausschalter muss kurz gedrückt werden, dann geht das Headset an, verbindet sich automatisch mit dem Sender, sofern dieser denn gerade ja, angeschlossen ist, was er natürlich jetzt im Moment nicht ist. Und eine sehr, sehr coole Sache, ich weiß nicht, doch, man kann es sehen, die Ohrmuscheln sind von außen beleuchtet. Erstmal haben die Ohrmuscheln schon ein cooles Design durch dieses hochglänzende hier und dann können wir uns auch noch eine Wunschfarbe einstellen. Wenn das Headset jetzt verbunden ist, dann würde das auch dauerhaft leuchten, beziehungsweise man kann zwischen verschiedenen Modi und auch zwischen 16 Millionen Farben in der Software zum Headset dann auswählen. Mit der gerade angesprochenen Software habt ihr außerdem die Möglichkeit, euch ganz detaillierte Klangprofile zu erstellen und diese dann auch mit Freunden zum Beispiel zu teilen bzw. Klangprofile von Freunden bei euch zu verwenden. Außerdem sind auch schon von Werk an welche dabei, also die Software bringt euch direkt ein paar Profile mit, wo zum Beispiel auch schon Call of Duty und First-Person-Shooter und so weiter da mit drin sind, wo ihr also einfach das Profil auswählen könnt, um dann euer Game zu zocken. Für die Verbindung wird das 2,4 GHz ISM-Band verwendet. Das funktioniert wirklich tadellos. Es gibt überhaupt keine Verbindungsabbrüche oder irgendwelche Störungen oder sonst etwas. Da kommt ein total astreiner Klang raus, obwohl es ja halt wirklich kabellos ist. Und wenn ich mich da mal so zurückerinnere, was damals da so die Anfänge waren, das erste kabellose Headset oder so, was ich mal ausprobiert habe, da war der Klang wirklich nicht dolle. Dagegen ist das hier schon eine ganz andere Liga. Wo wir gerade beim Thema Klang sind. In den Ohrmuscheln befinden sich 50 mm Full-Spektrum-Lautsprecher, die in Kombination mit der guten Verbindung ein wirklich anständiges Resultat auf die Ohren bringen.
Für Gaming ist das wirklich eine super Sache, weil wir auch einen virtuellen 3D-Surround-Sound haben. Das heißt, ihr könnt sehr leicht Gegner lokalisieren und so weiter. Alles, was im Gaming-Alltag so anfällt, dafür ist es wirklich top, kann ich nur empfehlen. Für zum Beispiel Musik ist es nicht ganz so mein Geschmack. Es hört sich zwar von der Qualität gut an und man hat auch einen ausreichenden Bass, aber es ist nicht das Gelbe vom Ei, sage ich mal. Man kann natürlich mit den Soundeinstellungen in der Software da noch ein bisschen rumspielen, bis es sich ja akzeptabel, sage ich mal, für sich selbst anhört. Aber da merkt man halt schon Unterschiede zu Headsets, die halt mehr auf Musik und auf den Klang dafür ausgelegt sind. Aber wie gesagt, für Gaming ist das eine super Sache, vor allem auch mit diesem 3D-Surround-Sound, um Gegner zu lokalisieren und so weiter. Das ist wirklich klasse. Dann sind wir auch schon beim Fazit angekommen. Ich finde, das Creative Sound Blaster Tactic 3D Rage Wireless Gaming Headset ist ein wirklich sehr gelungenes Produkt. Für alle Gaming-Freunde liefert es einen wirklich sehr guten Klang, vor allem auch durch den 3D-Sound, um halt Gegner zu lokalisieren und so weiter, was ja schon relativ wichtig ist. Und der absolute Traum an diesem Headset ist einfach, dass es kabellos ist und auch dazu noch einen akzeptablen Akku mitbringt. Bis zu 16 Stunden Laufzeit ist eine ganze Menge. Sollte es mal knapp werden, dann muss man halt aufs Kabel ausweichen, aber man kann es halt durchgehend weiter benutzen. Es ist einfach geil, durchs Zimmer gehen zu können, ohne das Headset immer absetzen zu müssen. Und das gefällt mir auch ziemlich am besten an dem Headset. Neben dem tollen Design mit den beleuchteten Ohrmuscheln hier und auch der insgesamt sehr anständigen Verarbeitung. Wie gesagt, meiner Meinung nach ist das Headset klasse und ich kann es empfehlen. Es kostet 99 Euro. Das finde ich auch angemessen für die Leistung, die man hier bekommt. Ein kleiner Tipp noch, es gibt das Headset genauso im Grunde, wie ich es hier liegen habe, auch als kabelgebundene Variante. Wem also das ganze Wireless-Zeug nicht so gefällt oder wer einfach nicht so viel Geld ausgeben möchte und kein Problem mit einem Kabel hat, der kann dann auch zu der günstigeren Variante mit dem Kabel greifen. Dann war es das auch schon von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben oder einem Kommentar. Vielen Dank nochmal an Creative. Die Links sind wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, macht's gut. Ciao.